Jo, guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hero Zero. Heute... Nein, ich werde den Standardspruch nicht machen. Nein, werde ich nicht. Also, wir haben ein kleines bisschen, was wir machen können, und das werden wir auch machen. Und zwar habe ich mir überlegt, hierauf zu sparen. Das Problem ist aber natürlich, ich brauche noch eine halbe Mille. Das dauert also ein bisschen was, also das dauert 21 Tage. Deswegen habe ich erstmal gedacht, ja, muss das sein? Und dann habe ich erstmal überlegt, Raum ausbauen, damit ich auf 45% erhöhte Geschwindigkeit eben halt von Bauaktionen. Allerdings kostet das auch über eine Mille bereits bei mir. Das finde ich auch sehr, sehr krass. Hier brauche ich einfach nur warten, bis das voll läuft und dann kann ich das ausbauen. Deswegen bin ich stark am Überlegen, was ich mache. Die Kämpfe und so, ja, reizen mich nicht richtig. Also, wir können zwar angreifen und so, aber es ist einfach wie auch die Duelle. Im Moment interessiert mich das nun wirklich nicht so viel. Den kann man theoretisch auch nochmal angreifen. Und man sieht, manche haben eben halt auch noch nicht so wirklich angefangen, da irgendwas zu machen. Lernen wir die mal. Und dann können wir hier unten nochmal die lernen. Die 5, die noch fehlen. Verteidigungsdrohnen habe ich noch. Also die Roboter habe ich noch. Das ist der Raum für Kampfverbesserungen. Wie viel kostet der? Ja, gut. Okay, machen wir mal. Ich weiß nämlich sonst nicht, was ich machen soll. Ich habe nämlich jetzt immer noch eine Drohne. Arbeiter-Roboter und Verteidigung. Wie viel kostet Verteidigung? Oh. Das kostet natürlich auch fast eine Mille. Das ist natürlich klar. Was kostet das hier? Oh, das ist recht billig. Hey, ja, geil. Ja, dann bauen wir erstmal das aus. Mensch, warum habe ich das jetzt noch nicht vorher gesehen? Ach, Mann. So, ich bin wirklich heute erst aufgestanden und habe mir erstmal einen Überblick verschafft. Ich spiele gar nicht mehr auf dem Handy. Das macht irgendwie überhaupt keinen Spaß mehr mir zurzeit. Wenn einer nämlich im Chat schreibt, das ist mir zu klein. Also, ich habe ja keine ganz gesunden Augen und deswegen, das ist mir zu klein. Das geht einfach nicht. Dann müsste ich die Lupe anstellen und das ist wirklich. Also, ich stelle mich jetzt wirklich nicht an. Glaubt es mir bitte, aber ich habe nur ein einigermaßen gesundes Auge. Das andere ist so schlecht, das funktioniert einfach nicht. Ich kann nur sagen, dass da schwarz steht. Also wenn hier jetzt Spieler begleiten, beigetreten steht, sehe ich, dass das hier nur einfach schwarz ist. Da irgendwie gar nichts, dass ich weiß, dass da das Wort endet. Aber ich kann ja nicht sagen, was da steht. Deswegen, das ist mir zu klein. Also das tut in den Augen weh, wenn ich so lange drauf gucken muss, was da los ist. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal... lasse ich das auf dem Handy... werde ich nur machen, wahrscheinlich so mit irgendwas anklicken, hier starten oder so, wenn ich mal gar nicht am Wochenende oder irgendwo gar nicht am Rechner oder so sein kann, dann ja, aber ansonsten werde ich es lassen. So, gucken wir mal, haben wir irgendwas Neues hier im Verkauf? Natürlich nicht, das ist alles natürlich schlechter, war ja klar. Ich bin übrigens Stufe 255 mittlerweile und der Wuffi ist 20, finde ich sehr geil. So, wir wollen aber natürlich auch mal einen Ligakampf machen. Ups. Ja, drei Duelle verloren. Gucken wir mal, ob wir gegen die gewinnen, indem ich sie anklicke und ein Duell ausführe. Oh. Wir können gewinnen, so wie es aussieht. Wir werden es aber nochmal testen. Denn bevor ich meine Ligapunkte opfere, werde ich das immer so testen. Und so kriege ich auch, wenn ich gewinne, eben halt meine Duellpunkte verbraucht. Das habe ich mir jetzt mal so überlegt. Also... anders werde ich das gar nicht mehr machen. Ich habe dreimal gewonnen, also werde ich hier sie angreifen. Wie viele Ligapunkte ich vor Angriff kriege oder nicht, ist mir egal, auch wenn es nur einer ist. Hauptsache, ich gewinne, weil ich habe keine Lust zu verlieren. Ist einfach so. So, und damit haben wir nämlich hier schon 60 Punkte verbraucht. Den haben wir früher mal angegriffen. Ich könnte wetten, dass wir sogar gegen den wieder gewinnen.
versuchen es einfach mal. Ja. Ja. Seht ihr? Das ist wieder das, was ich nicht ganz verstanden habe, warum ich jetzt verloren habe. Bei dem werde ich wahrscheinlich auch verlieren. Oh, knapp. Das war knapp. Okay. Aber gewonnen. Wenigstens etwas. Warte mal. Wie viel haben wir? 70. Wir haben die 70.000 mal geknackt. Das ist das erste Mal, Leute. Geil. Richtig geil. Das freut mich. Erstmal 70.000. Das ist der Hammer. Ja, ich habe hier noch nicht viel gemacht. Hier zurzeit mache ich auch kaum was hier an Verbrauchen oder so. Einen Freund bitten. Meine Nachbarn bohren, ich muss schnell machen. Okay, wir gucken nochmal weiter. Das ist jetzt echt. Oh, nicht jetzt. Oh, nicht um die Uhrzeit. Okay, gucken wir mal. Boah, ist das fies. Leute, das ist fies. Das ist fies. Eine ganze Woche haben die Ruhe gemacht. Und jetzt das, ey, das gibt's doch nicht. Oh, die reißen über mir immer noch gefühlt die Wohnung ab, manchmal. Aber eigentlich dachte ich, dass sie damit fertig sind. Oh, ich hoffe jetzt, dass ihr das nicht so sehr mitkriegt. Das ist fast fertig, das ist gut. Ja, wir hatten Zuwachs und sind dann wieder gegangen. Und wir haben einen neuen, der aber auch bis jetzt geblieben ist. Und zwar ist es der The Real Batman. Also wir haben Batman in unserem Team. Ja? Wenn jetzt noch Robin kommt, sind wir ein unschlagbares Team. Die treiben mich in den Wahnsinn. Die machen das immer dann, wenn ich etwas lauter werde. Machen die das wegen mir? Nein, Quatsch. Also wir haben Batman im Team, das ist voll cool. Dann hatten wir auch eine ganz kurze Zeit einen ganz neuen Spieler, der einen sehr ausgefallenen Namen hat im Team. Aber leider ist er dann auch wieder gegangen, weil er anscheinend nicht sofort die Antwort gekriegt hat, wie man Zionit hier wegbekommt. Also das, was man hier bekommt. Das hier. Im Nachhinein, wie bekommt man das weg? Indem du etwas hier baust. Die Verteidigungs-, also die Kampfeinheit produzieren, beziehungsweise hier die Verteidigungs-Robotnik. Wieso steht denn da Kampfeinheiten? Ich würde eher Verteidigungseinheiten. Na gut. Die kriegst du weg, indem du sie entweder nicht einsammelst. Dann verbraucht sich das, was du da oben hast. Oder du verbrauchst es, indem du Sachen eben halt ausbaust. Das ist eben halt das, wofür das gut ist. Wenn du immer voll hast, dann guck, dass du oben den Raum, deinen Versteckzentrale, immer ausbaust. Weil wenn das oben voll ist und du kannst nicht wirklich wegen Geld irgendwas hier hochbauen, dann bau einfach deine Versteckzentrale aus. Habe ich auch gemacht. Funktioniert wunderbar. Man muss zwar immer warten, bis es dann fertig ist, um dann weiter was machen zu können, aber so ist wenigstens nicht Verschwendung, indem das hier Stopp ist, dass du nichts mehr kriegst und hier oben alles auch voll ist. Und diese Versteckzentrale ist super, da kriegst du Münzen. Umso mehr Münzen, umso mehr Lager hast du, umso besser kannst du die anderen Sachen ausbauen. Das ist das Ultimative. Ich hoffe, ich konnte dir trotzdem dadurch die Frage beantworten, falls du das Video siehst. Naja. Auf jeden Fall mal hier weiter. Was müssen wir eigentlich heute eigentlich machen? Nö. Ein Geschenk. Nö. Was kriegen wir denn da? 3 Fähigkeitsbooster. Oh, aber das 5-mal benutzen. Wie sind eigentlich unsere Werte zurzeit? Ich habe nämlich gerade keine Ahnung. Jetzt hämmern die auch noch, ich werde bekloppt. Ja gut, ich werde das Video auf heute nicht lange machen. Ich hätte eigentlich gehofft, dass es um die Uhrzeit auf jeden Fall keiner da ist, der mich stören könnte. Also Intuition möchte ich auf jeden Fall hochmachen, deswegen bin ich das die ganze Zeit nur am Trainieren. Also die Sachen werden komplett trainiert, hauptsächlich das, was am niedriger von beiden ist, wird die ganze Zeit in der Trainingshalle halt trainiert. Jetzt, wenn sie in meine Tür rein wollen. Ja.
Zurzeit mache ich hier nicht wirklich die Sondereinsätze weiter. Da habe ich erstmal eine Mail gekriegt hier per Nachricht. Oh, eine Anfrage ist drin. Von Tobi natürlich helfen. Na klar. Dass ich da mal, wie das wirklich funktioniert, beziehungsweise was für einen Tipp er mir halt gegeben hat, und den muss ich noch ausprobieren. Ich hatte am Wochenende leider keine Zeit. Ich habe noch nicht mal an den Tagen 300, noch nicht mal 200 Energie oder so abgearbeitet hier im Spiel. Ich hatte wirklich keine Zeit so richtig. Und obwohl ich am Rechner war, das ist irgendwie lustig. Das ist irgendwie lustig. Ich hatte ganz viel Zeit eigentlich, aber irgendwie dann doch nicht, weil ich wieder ein anderes Projekt gemacht habe. Beziehungsweise wir sind noch ein bisschen an was anderem dran. Mein Freund, beziehungsweise der X-Sider und ich und noch ein anderer Bekannter. Wir sind da ein bisschen an einer Idee, die ein Mammutprojekt gefühlt ist. Und ja, das, was es ist, werde ich nicht verraten. Das seht ihr dann irgendwann in ein paar Monaten vielleicht. Wenn es gut läuft. Wenn es klappt. Und ansonsten bin ich noch mit jemand anderem dran, was anderes aufzunehmen und. Und deswegen werde ich aber trotzdem jetzt die Folge beenden, weil ich habe das Gefühl, gleich kommen sie oben mit einem Presslufthammer wieder. Das ist meistens so. Erst fangen sie leise an und dann, ach nö, wieso mit dem Hammer nehmen? Wir machen einfach die Wand weg mit einem Presslufthammer. Ist alles gut. Wenn wir unten durchkommen, ist egal. Ja, das ist voll scheiße. Entschuldigung. Schlechte Ausdrucksweise. So, auf jeden Fall hatte ich den Batman schon begrüßt. Ja, genau, mit dem Robin habe ich gedacht. Genau. Alles klar, dann wünsche ich euch noch eine traumhafte Woche, je nachdem, wann ihr das Video seht. Traumhaften Tag noch. Ich wünsche euch alles Gute und einen guten Start in die Tage. Die Woche hat wieder begonnen. Yay! Das ist toll. Also, macht's gut. Tschüss.